Berufen. Zu was bist du berufen? Berufen kann ein Verb sein, Beruf kann aber auch ein Adjektiv sein. Man kann sagen, dass jemand einen anderen beruft, das heißt, jemand in sein Amt einführt. Man kann einen Ruf bekommen an eine Universität, gut, das kann man als Professor bekommen. Man kann sich auf etwas berufen, das heißt, man kann jemanden als Zeugen sagen oder man kann auch einen Beweis als Rechtfertigung nehmen oder auch man kann sich auf das berufen, was jemand anders vorher gesagt hat. Im Yoga-Kontext ist besonders wichtig zu überlegen, wozu bin ich berufen? Nicht im Sinne von jemand anders, sondern von Gott her. Gott ruft einen und Gott gibt einem bestimmte Aufgaben. Und es gilt ja das wichtige Gebet, nicht mein Wille, dein Wille geschehe, o Gott. O Gott, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Aber nicht jeder spürt, wozu er wirklich berufen ist. Manche Menschen haben Berufungserlebnisse und folgen diesen. Manche Menschen haben eine eindeutige große Berufung für ihr Leben. Die meisten Menschen haben kleinere Berufungen, Berufungserlebnis, spüren, was ihr Herz sagt, was gut ist, und es hält eine Weile, und manche Menschen sind zu vielem berufen. In diesem Sinne, mache dir nicht zu viel Gedanken, wozu du berufen bist. Wenn du aber das Gefühl hast, zu etwas berufen zu sein, dann lass erst etwas Zeit darüber verstreichen, um sicher zu sein, war es Emotion oder wirkliche Berufung. Und wenn du dann immer noch spürst, dass dort göttliche Führung ist, dass da Energie ist, dass da Freude ist, dass es in deinem Herzen, in deinem Bauch pulsiert, so etwas zu tun, dann tue es auch.